Moin Freunde, das lang ersehnte Nunu Rework wurde revealed. Allerdings ist sein Yeti nun gleichwertig, es heißt jetzt also Nunu und Willump. Werfen wir einen kurzen Blick auf die Fähigkeiten. Seine Passive ist der Ruf Freljords. Wenn ihr feindliche Champions, große Monster oder Gebäude angreift, erhalten Willump und ein Verbündeter in der Nähe für ein paar Sekunden Angriffs- und Lauftempo. Hierbei wird der Verbündete mit dem höchsten Angriffstempo priorisiert. Außerdem verursacht Willump unter dem Effekt ebenfalls Cleave-Schaden, trifft also ebenfalls Feinde in der unmittelbaren Nähe seines Ziels, jedoch mit etwas weniger Schaden. Mit dem Q-Spell, Konsumieren, beißt ihr euren Gegner und verursacht dabei True Damage an Monstern und Minions bzw. magischen Schaden an Champions und heilt euch dabei. Haben Nunu und Willump wenig Leben, ist die Heilung erhöht. Der größte Schneeball aller Zeiten ist euer W-Spell und lässt Willump einen Schneeball vor sich herrollen, der immer größer und schneller wird. Trifft der Schneeball ein Champion oder ein großes Monster, verursacht er im Ziel und allen Feinden in der Nähe Schaden und wirft diese in die Luft. Aktiviert ihr die Fähigkeit erneut, könnt ihr den Schneeball auch in einer geraden Linie nach vorne rollen lassen, wobei der Schneeball dann auch Minions trifft. Je größer der Schneeball, desto größer der Schaden und desto länger der Knockup. Euer E-Spell, Schneeballsalve, lässt Nunu einige Sekunden lang bis zu 3 Schneeballsalven an Champions in der Nähe abfeuern und markiert diese. Gegner, die von allen 3 Schneebällen getroffen wurden, werden verlangsamt. Wenn die Schneeballsalve vorbei ist, werden alle markierten Gegner in der Nähe von Nunu und Willump kurzzeitig festgehalten. Und zu guter Letzt die Ulti, Kältesturz. Bei Aktivierung erhaltet ihr ein Schild und verlangsamt zunehmend alle Gegner um euch herum, während ihr die Fähigkeit aufladet. Am Ende erhalten alle Gegner im Radius massiven Schaden. Kältesturz kann frühzeitig abgebrochen werden und auch wie vorher schon aus Gebüschen und dem Fog of War gecastet werden, ohne euch dabei zu enthüllen. Das war's soweit zum Nunu Rework. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Sobald Nunu auf dem PBE spielbar ist, wird ein Livestream auf Twitch folgen. Schaut da also unbedingt vorbei. Und wenn ihr das Video hilfreich fandet, verbreitet es gerne, würde mir auf jeden Fall sehr helfen. Ansonsten war's das von mir. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal.